stay back. Look at it. You have to open it. The gate to Helheim divides the living from the dead. Is that the face of Hela herself? The half-rotten goddess that rules over Helheim. Whatever horrors lie behind that door, she must find him. Und der erste Kampf beginnt. Ja, im Prinzip haben wir mehrere Möglichkeiten hier im Kampf. Wir haben zwei Angriffe, einen leichten, schnellen und einen schweren, der ja allerdings natürlich länger braucht, wo wir länger ausholen müssen. Und wir können uns natürlich entsprechend wegrollen und auch kontern, also im Endeffekt abwehren. Bei den Jungs hier haben wir links ein Problem, denn die sehen wir nicht wirklich. Die können zwar uns angreifen, aber wir sie nicht. Dementsprechend können wir da auch nicht wirklich viel machen. Und der Kampf wird einfach so enden wie beim ersten Mal schon. Ist aber auch so gewollt. Spread towards her head, the seat of the soul, until there is nothing left of her. Ah. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time.
Naja, und das, was ihr jetzt hier gerade seht, ist ein großer Fake. Denn es wurde zu Beginn, als das Spiel rauskam, behauptet, dass es wirklich Permadeath gibt. Das heißt, wenn man zu oft stirbt, wird der Spielstand gelöscht und das Spiel ist vorbei. Dem ist nicht so. Ich weiß nicht, ob sich die Entwickler dann doch in letzter Minute noch dagegen entschieden haben. Das heißt, wir können tatsächlich quasi unendlich oft sterben. Ich versuche natürlich, das Ganze nicht auszureizen. Aber ja, ich sag mal so, ich weiß auch noch, als ich es damals gespielt habe, es gab schon ein paar Stellen, da, ja, war nicht so einfach, sagen wir mal so. Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Surt, and the god of illusion, Van Raven. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. Okay. Um jetzt quasi hier weiterzukommen, reicht uns leider nicht, einfach eine Rune zu finden, sondern wir müssen erst zwei Götter bekämpfen. Und ja, da haben wir jetzt hier die Wahl, entweder der Gott des Feuers oder der Gott der Täuschung. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier rein und kämpfen gegen den Gott der Täuschung. Surt, the fire giant has answered. He comes from a land older than mankind. And the Northmen call upon his flaming sword. Oder war es jetzt doch die falsche Tür? aber war das nicht so? Das war hier Feuer und hier. Ach naja, komm, was soll's. Dann gehen wir halt hier lang. Mist, jetzt dachte ich, kann ich sonst noch so ein bisschen von den Rätseln, wo ich noch was weiß. Naja, gut, was soll's. She found the wretched old fool on her way back from the wilds. An outcast. Was badly burnt all over. She took pity on him, for he was not long for this world. Like her, who spoke of his own darkness. The Northman. Das sieht ja auch cool aus hier, der Wasserfall, das Gesicht so dahinter. Ja, und ich kann mich auch noch erinnern, als ich das gespielt habe. Ihr seht, wir haben ja keine Minimap. Wir haben auch nicht irgendwie mit M eine Karte oder so. Und es gibt so ein paar Ecken, da muss man echt schauen, wie geht's weiter, wo geht's weiter, ja, oder wo kam ich her? Weil wir oft dann doch an die Stelle wieder zurückkommen und dann einen anderen Weg nehmen müssen. Das ist ein bisschen verwirrend manchmal, aber naja, schauen wir mal. Werden wir schon hinkriegen. Hier haben wir auf jeden Fall wieder ein Tor mit Runen und... Oh Gott. Und eine Wache. Ich finde es auch cool, wenn man gegen die kämpft und die gerade mit der leichten Attacke so ein paar Mal trifft, dass sie dann wirklich auch ja, ziemlich übel ausschauen. Toi, 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 bis jetzt sind die Kämpfe, laufen die Kämpfe besser. Okay. Ja, ausgezeichnet. Das läuft. Ja, wobei, also ich muss ja sagen, die, ich glaube, beim ersten Mal waren die Kämpfe tatsächlich auch noch okay. Und als wir dann gegen diesen,
Ja, war das dann schon der Endgegner? Ich weiß es gar nicht. Also irgendwie so ein Viech, das war schon sehr unangenehm. Das ist immer auf uns zugestürmt und ich konnte irgendwie nicht ausweichen. Weiß auch nicht. Mal schauen. Da kommen wir ja auch noch hin. So, diesmal haben wir hier irgendwie zwei Runen, die wir finden müssen. Schauen wir einfach mal hier ein bisschen in dem Gebiet. Da oben ist auch irgendwas. Ah, okay, und wir sind auch irgendwie in der Nähe, ihr seht's. Komm, gehen wir mal da hoch. Da drüben vielleicht? Die Dinger? Nee. Ah, hier! Sehr gut. Okay, die erste haben wir. Ja, und das sieht auf jeden Fall nach da drüben aus. Aber da müssen wir vielleicht noch näher ran. Ja. Reicht noch nicht. Oder das Ding? Ja. Oh ja, schaut gut aus. Das war's. Ja, da kann man nicht lang. Ich hatte es auch bei der ersten Aufnahme schon gesagt, ich finde es fantastisch, wie sie diese riesen Tore aufstemmt. Da gibt es dann auch noch welche aus Stein, wo man sich denkt, Mensch, Respekt. Oder sie sieht zumindest sehr massiv dann aus. Bestimmt nicht so einfach. Aber sie hat es halt echt einfach drauf. Ich tue mir auch tatsächlich ein bisschen schwer mit dem Kommentieren, denn es ist eigentlich permanent irgendwas, was erzählt wird. Und ich will, ja, auch, dass ihr das mitbekommt. Ist heute nicht so einfach. So, das sieht schon wieder irgendwie nach so einem Platz aus, wo man gleich wahrscheinlich kämpfen muss. Da oben hängt schon einer. Ah ja, ja, klasse. Ist der größer? Kann das sein? Waren die vorhin? Oh, der erste Treffer. Au. Oh. Nicht gut. Nicht gut. Wir können wieder nicht mehr rennen. Jawohl. Das war, glaube ich, knapp. Oh Gott, da ist noch einer, oder? Hinter uns? Kann das sein? Oh. Schon, ja. Das ist mir doch. Und das ist tatsächlich dann die größere Herausforderung, wenn man gegen mehrere kämpft. Auf einen, auf den man sich konzentrieren kann, das geht noch, aber... Okay, sehr gut. When you see a fire gate of Surt, know that only a sacrifice will stoke the fires of Muspel and let the dead walk through. Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. Okay, brauchen Feuer.
Da ist Feuer. Oh, da kann man nichts machen. Wir sind da runtergekommen, oder? Dann waren wir da noch nicht. Dann gehen wir da mal hoch. So cool. Und ich finde, also es schaut wirklich wesentlich besser aus. Ich bin so froh, dass ich das nochmal spiele. Oh Gott. Oh Gott. Aber jetzt brennt wahrscheinlich das Tor, oder? Und dann können wir durch. Das war ja auch so 30 irgendwie. Jawohl, genau. Hell will not give you the answers you want. But you mustn't look away from the horrors it does offer. Because you cannot overcome suffering. If you refuse to look at it. Bei ihm habe ich immer den Eindruck, dass der Sprecher, das ist Arnie war. Ich weiß Arnie vor allem beim ersten Mal. Wenn er das erste Mal was sagt, das hört sich voll nach Arnie an. Ah, okay, da geht's auch lang. Ja, schon erstmal da, aber da geht's ja wahrscheinlich nicht weiter. Ja, okay, also da geht's nicht weiter. There's always a way. Ja, ich habe ihn gefunden. Ah, da ist wieder so eine Tafel, da gehen wir mal hin. The Northmen tell this story. Before the Earth was created, there was a world called Muspel. Because it was in the south, it was bright and hot, flaming, burning. Sparks that flew out from Muspel became the stars. Other sparks melted ice in the frozen world of Niflheim, creating the body of the first giant, Ymir. Muspel is one of the nine worlds, and is now the land of fire giants. And people from elsewhere cannot endure a journey there. Okay, er scheint fertig zu sein. Okay, da haben wir wieder so ein Reisigtor. Das heißt, wir müssen jetzt wieder Feuer finden wahrscheinlich. Oh Gott, und dann müssen wir wieder rennen, oder? Dann, oh Gott, und das ist weiter weg diesmal anscheinend. Gott, ganz da oben. Geht's jetzt da lang? Oder da? Schauen wir erstmal. Weil wir müssen uns wahrscheinlich auch so ein bisschen den Weg dann einprägen, oder? Ah, da ist noch so eine Tafel. The Northmen say that the defender of Muspel is called Surt, the foremost of the fire giants. His name means the Black One, because he is like something burnt. The Northmen believe that he sits at the border of Muspel with his flaming sword. Die anmachen, ne? And at the end of the world he will leave his post. He will travel to Asgard and Midgard. Waging war against all the gods, he will be victorious and then burn the whole world with fire. Okay, habt ihr gemerkt, ne? Ist schon wieder leiser geworden. Bin ich auch kurz stehen geblieben. Ich meine, solange der Text unten ist, dann kriegt man es ja noch mit, aber ich weiß nicht, ob der nicht dann auch verschwindet. Ja, da oben ist ein schönes Feuer. Na, gehen wir mal hier lang. The Northmen made fire sacrifices. Oh Gott, ich hoffe, wir müssen im Feuer nicht dann darüber. I searched for meaning in their suffering, in their eyes. But they just screamed like helpless pigs. So cool. Aber jetzt schauen wir trotzdem erstmal, ob wir da. Können wir da irgendwo dann runterhüpfen vielleicht? Fände ich ja gut. Ich glaube, wir müssen da rüber, oder? Das Tor sieht man auch schon wieder nicht mehr. Oder geht's dahinter auch irgendwo runter? Ich schau lieber erstmal.
Ah, da geht's bestimmt runter. Okay, dann probieren wir's. Lauf! Oh Gott. Und die Geräusche dazu. Au! Do your gods answer your prayers, Senua? I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. Ich glaube, das war knapp. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua! Find your own path, like I find mine! My gods abandoned me! I am alone. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So must carry his vessel to bring him back home.